Ha, von wegen zu wenig Anschlüsse am MacBook. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, ich habe jetzt definitiv hier nicht mehr zu wenig Anschlüsse an meinem MacBook Pro, denn ich habe hier aufgerüstet mit dem Adapter von IMXPW oder IMXPW und ja, da sind jetzt 8 zusätzliche Anschlüsse dran gekommen und ich war so frei und habe überall mal was reingesteckt. Gehen wir es durch. Wir haben einmal einen Thunderbolt 3 USB-C Anschluss, das heißt, hier kann man bis zu 100 Watt durchleiten, um sein Gerät dann auch aufzuladen oder natürlich auch Daten übertragen bis 40 Gigabit die Sekunde und man kann auch hier über USB-C einen Monitor anschließen bis zu 5K. Nett. Wenn man das aber nicht möchte, hat man hier nebendran nochmal einen HDMI-Eingang. Moment, ich stöpsel mal ab, dann weiß ich auch, was schon durch ist. Also Thunderbolt ist durch. Dann haben wir hier noch einen ganz normalen HDMI-Anschluss dran. Und wenn ich den mal rausziehe, ja, ganz normal HDMI, auch da kann man dann seinen Fernseher, Monitor anschließen. Wunderbare Sache. Anschließend haben wir dann noch einen USB-C-Anschluss, also ganz normal USB-C, kein Thunderbolt. Da könnt ihr dann euren USB-C-Steckerchen reinstecken, euer USB-C-Laufwerk und so weiter. Das bietet ja eine Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 Gigabit die Sekunde. Dann haben wir 1 und 2 und 3 mal einen ganz normalen USB 3.0 Anschluss. Bis zu 5 Gigabit können dort übertragen werden. Und wenn ich jetzt hier mal umdrehe, damit man es besser sehen kann, haben wir hier nochmal einen ganz normalen SD-Card-Reader drin und noch zusätzlich einen Micro-SD-Card-Reader. Also, wer jetzt hier noch denkt, da fehlt was, der soll es mir dabei schreiben. Da fällt mir eigentlich nur noch der Ethernet-Port ein, aber naja, man kann eben dann doch nicht alles haben, aber hier hat man schon verdammt viel. Tja, vornehm könnte man denken und tatsächlich vornehm geht die Welt zugrunde. Schaut mal her, der USB-Hub hier, der hat sogar seine eigene Ledertasche zum Transportieren mit dabei. Hier mit IMXPW-Aufdruck, echtes Leder mit Druckknopf und da kann man das Ding dann eben hier schön reinstecken, wenn man es mitholen möchte und will natürlich dann keine Kratzerchen ins Aluminium bekommen, denn das Gehäuse hier, ja, das ist voll Aluminium. Also, schöne Sache, schauen wir uns das Hub mal genau an. Hier sieht man auch nochmal das Symbol hier beim Thunderbolt-Anschluss, dass man hier auch den Strom durchleiten kann. Dann wie gesagt, Thunderbolt-Anschluss, HDMI, USB-C, dreimal USB 3.0, eine kleine Status-LED und dann auf der Kopfseite nochmal der SD-Karten und der Micro-SD-Kartenleser. Ja, und angeschlossen wird das Teil hier über diese beiden USB-C-Steckerchen, die dann ins MacBook reinkommen. Ja, also fühlt sich echt gut an, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an und vor allem dadurch, dass man es hier mit beiden Steckern reinsteckt, wackelt das auch nicht, denn dadurch hat es einen recht sicheren Halt. Kann man hier sehen, ich habe es eingesteckt und ja, ein bisschen Spiel ist natürlich drin, aber hier oben ist das schon sehr, sehr fest. Also da mache ich mir keine Sorgen. Und einen ganz besonderen Clou oder ja, mitgedacht würde ich mal sagen, haben sie auch noch, denn hier unten drunter haben wir so eine Silikonbeschichtung. Das heißt, das ist Anti-Rutsch, wenn man das mal hinlegt und ja, ihr seht schon, das hält richtig gut und wenn es dann hier am MacBook angeschlossen ist, dann liegt auch diese Beschichtung auf dem Boden auf, sodass, wenn ihr das hier hin und her schiebt, ja, das verkratzt nichts oder das schabt nicht da auf der Tischoberfläche rum, sondern dann habt ihr hier die Silikonschicht, die dann bündig mit den Füßen aufliegt und das ist mal richtig clever mitgedacht. Habe ich so noch nicht gesehen und muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Also, natürlich, das ist schon ja, relativ breit, das Ding hier. Wenn ich hier mal so eine ganz normale SD-Karte drauflege, dann habt ihr den Größenvergleich. Ja, ein klein bisschen breiter ist es sogar noch. Und von der Farbe her, das hier ist jetzt grau und es passt hier nicht so ganz zu meinem Space Gray iPad Pro. Da gibt es schon so einen kleinen Unterschied, was jetzt hier ja die Farbe anbetrifft. Aber dennoch, ja, sieht gut aus, kann man echt gut machen und ist ein sehr, sehr tolles USB-Hub. Für gerade hier die MacBook Pro User, ne, dafür ist es ja gemacht mit den beiden Anschlüssen hier. Wenn man nur die beiden USB-C Anschlüsse hat oder Thunderbolt und USB-C, das kann schon ein bisschen knapp werden unter anderem. Und wer hier seine Digitalkamera noch hat oder ja irgendwie die SD-Karte aus seinem Smartphone mal einlesen will, ganz normale USB-Sticks anschließen möchte oder auch hier mal so ein USB-C-Stick, die externe Festplatte und, ihr wisst ja, was man alles so anschließt, dann ist das Ding hier echt Gold wert. Und ja, leider lässt es sich auch ziemlich goldmäßig das Ganze entlöhnen.
Tja, und zwar nicht mit Gold muss man es kaufen, sondern mit harten Euros, aber dafür auch nicht allzu wenig. So 60 Euro werden hier aufgerufen, aber dafür habt ihr dann auch so ziemlich alles, was man braucht, außer ihr braucht unbedingt noch so einen Netzwerkanschluss dran. Der fehlt, aber ansonsten wüsste ich hier mal so auf Anhieb nichts, was mir hier noch fehlen würde. Also, schönes Hub, Freunde, viele Funktionen, 8 zusätzliche Anschlüsse mit SD-Karte, Micro-SD-Karte, USB 3.0, USB-C, HDMI und Thunderbolt-Anschluss, alles fürs MacBook Pro. Macht einen guten Eindruck, ist unten drunter gummiert, kratzt nicht auf der Oberfläche rum, hat einen stabilen Halt. Hey, was soll ich sagen? Gibt von mir 2 Daumen hoch. Wer sowas brauchen kann, kann gerne in den Link hier unten in der Videobeschreibung klicken. Mich hat's überzeugt. Nur der Preis ist halt ein bisschen hoch, aber hey, wer es brauchen kann, der kann es halt brauchen. Und ich brauche jetzt hier eure Zeit nicht länger zu verschwenden. Ich habe alles gesagt und sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, hier bei mir AppleCat.